So, es wird mal Zeit für ein weiteres Video über Saftfasten. Heute ist Tag 6 und ich muss schon mal zugeben, an Tag 2 oder 3 habe ich am Abend eine Avocado gegessen und zwei Tomaten. Die sind zum Glück am nächsten Tag wieder rausgekommen, aber ich werde das jetzt einfach trotzdem weiterführen. Und ich habe mich dadurch auch nicht so gut gefühlt durch das Essen. Insgesamt ist es so, ich habe gestern zum Beispiel nur aus 500 Gramm Trauben einen Saft getrunken, circa 200 Kalorien oder so. Heute habe ich einen Gemüsesaft getrunken, nur aus Fruchtgemüse, Zucchini, Paprika, Tomate und einen Orangensaft mit 200 Kalorien. Ich habe jetzt auf 80,9 Kilo abgenommen. Also nochmal ein Kilo, glaube ich, im Vergleich zum letzten Mal. Aber es ist so, dass ich halt nichts mehr im Darm habe. Also ich habe davon ein bisschen abgenommen. Obwohl so viel kam eigentlich gar nicht raus, noch nicht. Da werde ich mir jetzt so ein Einlaufgerät zulegen für 10 Euro. Beziehungsweise ich habe für 7 Euro eins besorgt. Und ja, ich habe auch halt ordentlich Wasser und Kohlenhydratspeicher abgenommen. Und man sieht auch erst gerade so eben die Bauchmuskelansätze. Das indiziert circa 15% Körperfett noch momentan. Und das heißt, dass ich auf jeden Fall auf meine 75 Kilo will ich jetzt kommen werde. Ein komischer Satz. Da werde ich dann zwischen 7 und 8%, so 7,5% Körperfett haben, wenn ich da angekommen bin. Das ist so das, was ich noch für gesund halte. Also ab 6% oder drunter wird es halt ziemlich kritisch. Und um die 10% oder unter 10% finde ich für Männer aber auch ziemlich gesund. Und wird auch ein viel höheres Wohlbefinden generieren. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, jetzt, weil ich habe jetzt ca. 8 Kilo runter in den letzten 3 Wochen. Ich habe gemerkt, dass mein passiver Bewegungsapparat beim Krafttraining schon anfälliger ist, einfach weil weniger Masse dran ist. Zum Beispiel beim Bankdrücken dann die Handknöchel, nicht Hand, ja doch Handknöchel. Oder auch einfach die Griffkraft beim Kreuzheben abgenommen hat. Also es bezieht sich nur auf den passiven Bewegungsapparat, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Auch ganz interessant. Und ansonsten läuft das Training extrem gut momentan, obwohl es schwankend ist, je nachdem wie stark die Entgiftung ist. Ich muss sagen, die Entgiftung ist wirklich heftigst. Besonders wenn man halt gleichzeitig auch noch so wenig konsumiert. Nicht nur Säfte, sondern auch sehr wenig davon. Aber ich kann halt wirklich immer noch jeden Tag Sport machen, trotz dass ich maximal so 500 Kalorien zu mir nehme, 200 bis 500 bis 700. Ja, das Training wird sogar immer besser. Ich habe gestern zum Beispiel mit 40 Kilo Zusatzgewicht 56 Crunches in einem Satz gemacht, also am Stück. Hatte ich vorher, glaube ich, noch nie geschafft. Davon habe ich dann 3 Sätze gemacht. Beim Überkopfdrücken bin ich jetzt immer noch genauso stark zumindest mit 50 Kilo mal 12 Wiederholungen und 70 Kilo schaffe ich circa eine Wiederholung bis zwei. Das ist auch so mein Maximales bisher gewesen, obwohl ich jetzt halt sogar 12 Kilo weniger wiege als zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Maximale geschafft habe. Und ich will dann bald halt auch mein eigenes Körpergewicht einmal strikt über den Kopf drücken einfach. Wenn ich halt auf 75 Kilo runtergehe und dann auf 75 Kilo von 70 Kilo hochtrainiere. Also das Gewicht, was ich hochstelle, dann von 70 auf 75 hochtrainieren und mich selber auf 75 runter fasten sozusagen. Ansonsten bin ich nicht viel schwächer geworden und besonders der Ausdauersport, aber auch der Kraftausdauersport geht richtig ab. Da wo ich, also ich spüre immer noch da, wo früher die Barrieren gewesen wären, wo ich
einfach nicht, wo es nicht mehr floss sozusagen und ich einfach total platt war, dass es jetzt einfach irgendwie weitergeht, ohne dass da jetzt irgendeine Barriere wäre. Und bei den Crunches haben sogar nur die Beine limitiert, die Oberschenkel, die bei den Crunches auch stabilisierend aktiv mitbenutzt werden, und nicht der Bauch. Ich schaffe jetzt auch mehr Klimmzüge halt, weil ich abgenommen habe. Vorher habe ich so 10, 11 wieder mal geschafft und vor 3 Monaten habe ich nur ungefähr 3 bis 4 geschafft, weil ich die ganze Zeit nicht trainiert hatte. Und ja, jetzt schaffe ich so 13 bis 15 Klimmzüge sogar, saubere. Das ist richtig geil, muss ich sagen. Kann ich dann auch bald mit schwerem Gewicht Klimmzüge trainieren, also den Latt trainieren mit Zusatzgewicht. Finde ich eigentlich richtig geil und besonders halt, wie gesagt, im Ausdauersport geht es richtig ab. Also ich will auf jeden Fall noch die 38 Minuten auf 10 Kilometer dieses Jahr machen. Vielleicht schaffe ich auch noch mehr, muss ich mal gucken, aber ich kann halt auch nicht alles schaffen sozusagen. Kniebeuge trainiere ich momentan fast gar nicht, nur die mit einem Körpergewicht. Oder mit wenig Körpergewicht, entweder im Kraftausdauer- oder Ausdauerkraftbereich, aber nicht im Maximalkraftbereich, weil mit der ganzen Lauferei geht das nicht einher. Aber ich bin auch schon ziemlich gespannt. Also ich denke mal, dass ich jetzt dann wahrscheinlich auch noch mehr laufen kann, wenn ich weniger wiege, also wenn ich 75 Kilo wiege, weil bisher limitiert und rebelliert nur der passive Bewegungsapparat, zum Beispiel meine Schienbeininnenkanten. Und dann kann ich halt maximal 4 Läufe in der Woche hinkriegen, ohne dass es auf Dauer dann mir irgendwas kaputt mache. Und ja, mein Fahrrad, das finde ich irgendwie jetzt nicht so geil. Das ist halt ein Mountainbike und macht mir irgendwie nicht so Spaß momentan, Fahrrad zu fahren. Und dann könnte ich wahrscheinlich 5 Läufe mindestens dann einbauen, wenn ich noch weiter abnehme. Also die 4 Läufe, die bezogen sich darauf, als ich 86 Kilo wog. Momentan müsste ich sogar schon 4 bis 5 schaffen, ohne dass ich, dass irgendwas kaputt gehen würde jetzt oder so. Aber weil die Entgiftung wirklich so schwankt und manchmal so hart ist, traue ich mir das oft nicht zu, obwohl Ausdauersport eigentlich immer geht, eigentlich besser noch als Kraftsport. Und Kraftsport auch besser, wenn man da, also funktioniert bei mir Bodybuilding momentan besser, als wenn ich mit maximalem Gewicht nur eine Wiederholung oder so mache. Dann kann ich mich viel besser drauf konzentrieren, ja, dass die Sache fließt und dass ich halt mehr reinhaue und immer weitermache und immer weitermache, um die Entgiftung auch anzuregen und zu fördern und die Giftstoffe auszuleiten durch die Muskelkontraktion, als wenn ich nur einmal irgendwas hochhebe und fertig. Das funktioniert momentan auch wirklich gar nicht so gut. Also Maximalgewicht kann ich momentan gar nicht trainieren während des Fastens. Das habe ich gemerkt. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich jetzt wirklich auf den Vegan Street Day in einer Woche gehe. Wenn ich keine Mitfahrgelegenheit, also wenn ich eine Mitfahrgelegenheit finde, dann bin ich auf jeden Fall, denke ich mal, da und werde da auch mit Liften und schweres Kreuzheben machen, obwohl ich es momentan nicht so trainieren kann. Dann versuche ich halt trotzdem 180 zumindest. Und ja, mehr kann ich dann halt dieses Jahr nicht machen. Ich habe immer noch die krassen Ziele, aber erstmal konzentriere ich mich jetzt wirklich auf die Heilung und Entgiftung. Das finde ich sinnvoll. Und wenn ich halt einen ganz guten Status erreicht habe, den ich nicht mit moderatem, dauerhaften Aufwand noch lohnend stark verbessern kann, also wenn halt eine gewisse Entgiftungsbasis da ist, dann werde ich halt anfangen, wieder sehr schwer zu trainieren und sehr viel zu trainieren. Und weniger auf die Energie, weniger in die Entgiftung zu stecken, sondern wirklich auf Leistung zu stecken, in Leistung zu stecken. Und in wenigen Jahren werden da sicher richtig krasse Leistungen von mir kommen, sowohl im Ausdauersport als auch im Kraftsport. Das Problem ist halt wirklich, dass ich für beides eine Leidenschaft habe, und die halt relativ gegensätzlich sind.
die Sportart. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich nur auf den Ausdauersport konzentriere, könnte ich bestimmt 10-mal die Woche eine Ausdauereinheit machen und davon auch mehrere harte bis richtig harte Einheiten. Und wenn ich nur Ausdauersport machen würde, dann hätte ich das Ziel, dass ich 30 Minuten laufe auf 10 Kilometer. Aber da ich auch Kraftsport mache, ist mein Gesamtziel ungefähr 34 Minuten. Vielleicht 33,5, 33 Minuten. Vielleicht, wenn ich mich nur auf Ausdauersport konzentrieren würde, hätte ich sogar vielleicht noch ein Ziel unter 30 Minuten, so 29 oder so. Ja, ich weiß auch nicht, also ich habe halt für meistens Leidenschaft und ist dann halt einfach so. Ich mache halt zumindest kein Massetraining mehr, dann wirklich nur noch auf Maximalkraft, wo man nicht so viel Masse zunimmt. Ich hatte ja auch mal irgendwann auf Facebook gepostet, dass ich vorhabe, im Kraftsport einen Weltrekord zu holen. Und vor allem, das ist auf jeden Fall immer noch ein Ziel, aber das hat sich jetzt weiter nach hinten verschoben, weil ich halt wirklich erstmal auf die Entgiftung achte. Aber wenn ich das mal nicht tun umswitche auf den G-Mode, sag ich mal so, dann ist das schon richtig krass, was möglich ist. Also das geht wirklich in die Richtung unendlich, was ich da alles reißen kann. Oder wenn ich so viel konsumiere und esse, dass die Entgiftung automatisch gestoppt ist erstmal und die Gifte, also keine Rückvergiftung mehr stattfindet, dann da habe ich halt, also bin ich halt auch die 10 Kilometer in 40 Minuten 10 Sekunden gelaufen, also dann geht es wirklich auch schon richtig ab. Und wenn ich noch weiter Gewicht abnehme, weiter entgifte, mehr von dieser Energie generiere, viel mehr trainiere und Geduld habe, dann wird das, wenn diese Faktoren alle zusammenkommen, dann wird es richtig, richtig krass abgehen. Also es macht richtig Spaß, muss ich sagen. Und es lohnt sich richtig, diese Arbeit, die man da reinsteckt, obwohl ich das für mich jetzt gar nicht als so viel Arbeit wahrnehme. Weil es dann auch gleichzeitig Spaß macht und einem auch schon was bringt. Auch kurzfristig schon. Wie gesagt, der Weltrekord oder das Weltrekordvorhaben, das verschiebt sich nach hinten. Vor dem 30. Lebensjahr auf jeden Fall, sage ich mal so. Und das muss ich dann halt sehen, wenn ich einmal in diesem entgifteten Status bin. Oder einen sehr gut entgifteten Status bin. Man wird täglich immer vergiftet, allein durch die verunreinigte Luft, Abgase, hier fahren halt auch direkt Autos vorbei und sowas. Durch belastete Böden und dann sind sogar Bio-Lebensmittel belastet und so weiter. Auf jeden Fall muss ich dann halt erstmal gucken, wie sehr es dann abgeht. Wahrscheinlich ziemlich krass. Und dann kann ich halt weitere Kalkulationen vornehmen. Aber vor dem Weltrekord wird auf jeden Fall halt noch sowas wie ein deutscher Rekord kommen und vor dem deutschen Rekord noch sowas wie eine deutsche Meisterschaft halt in der Gewichtsklasse gewinnen. Und da will ich dann erstmal gucken, dass ich wirklich in der 75 Kilo Gewichtsklasse, ich glaube es waren 75 Kilo oder 74 oder 76, dass ich da antrete und einen Rekord versuche. Und danach werde ich dann gucken, dass ich in der, ich glaube, 83er Gewichtsklasse, dass ich da dann, da will ich dann auch einen Weltrekord holen in der 83er Gewichtsklasse. Und dann da muss ich wirklich noch überlegen, ob ich dann noch mehr wiegen will wegen dem Ausdauersport. Aber wenn ich mich da parallel noch weiter hochtrainiere, dann ist wahrscheinlich auch der passive Bewegungsapparat mehr angepasst, obwohl das halt wirklich sehr zäh und langwierig ist. Das dauert über Monate. Bis zum halben Jahr und noch länger, bis sich da wirklich tiefgreifende Anpassungen geschehen im passiven Bewegungsapparat. Beim Schienbeinkanten bin ich mir aber gar nicht sicher, ob das überhaupt in einem ausschlaggebenden Maße stattfinden kann. Damit habe ich halt die meisten Probleme und als nächstes mit der Achillessehne, aber da habe ich mir jetzt halt schon so minimalistische Schuhe gekauft, noch minimalistischer als Barfußschuhe. Es ist einfach eine Sohle und ein Band, was man halt irgendwie so. Weiß nicht, so einfädelt, dass die Sohle, die flexible Sohle, komplett an dem Fuß hält und auch flexibel mit dem Fuß
ohne Verzögerung circa auch mit sich mitbewegt und auch für Ultramarathons geeignet ist, da kann ich dann schon ein bisschen ja die Achillessehne zumindest auf eine natürlichere Art und Weise belasten, wo man sich halt auch erstmal ein paar Monate, ein paar Wochen, sage ich mal, hochtrainieren muss, regelmäßig, um sich anzupassen. Aber einfach nur, weil es eine anderartige Belastung ist, nicht weil es eine allgemein mehr Belastung wäre. Es ist einfach eine andere Belastung. Ja, doch, es ist auch insgesamt mehr Belastung. Da wird sich dann halt aber dran angepasst, aber es ist halt eine natürlichere Bewegungsform, deswegen ist diese Art von Belastung halt auch ja, nicht so schädlich in Anführungszeichen auf Dauer. Das meinte ich. Sonst noch was zum Saftfasten. Ja, ich hatte Gemüsesäfte halt ausprobiert, baue ich momentan aber nicht so viel ein, bin ich ehrlich gesagt zu faul für. Nur Gemüsesäfte habe ich auch probiert, das ging aber nicht so klar momentan noch. Ich habe auch probiert, überhaupt nichts zu konsumieren, das würde klar gehen, aber da dauert die Entgiftung insgesamt noch länger, habe ich das Gefühl. Also ich merke halt die Entgiftungssymptome und die werden auch nicht, und zum Beispiel dieses, nicht dieses Magenknurren, aber dieses, ja, das, was man früher so mit Hunger verwechselt hat, das tritt stärker auf, wenn ich halt ein bisschen Saft trinke und sowas. Und da habe ich habe das Gefühl, dass alles besser fließt, wenn ich halt ein bisschen Saft momentan noch konsumiere. Ja, was halt auch noch krass werden wird, ist, dass ich auf jeden Fall vorhabe, irgendwann gar nichts mehr zu essen und irgendwann nur noch Flüssigkeiten und dann vielleicht nur noch Wasser und dann vielleicht gar nichts. Und das ist halt für die allermeisten Menschen ziemlich krass und unvorstellbar. Aber ich weiß, dass es möglich ist und ich werde es auf jeden Fall auch versuchen. Beziehungsweise ich werde es auf jeden Fall machen. So ausgedrückt. Und ja, mal gucken, ob ich Leute dann, wenn ich das geschafft habe und dauerhaft mache, ob ich Leute damit irgendwie inspirieren kann. Ich mache es natürlich in erster Linie auch für die persönliche Freiheit halt, um ja, effizientere Energie zu haben und weniger von externen Reizen abhängig zu sein, allgemein weniger auch finanziell abhängig zu sein. Ja, um zu entgiften, noch mehr Energie zu haben, was ich halt momentan auch spüre, obwohl ich halt auch gleichzeitig, das ist richtig komisch, ich habe halt gleichzeitig so ein Gefühl von unendlicher Energie, so die ganze Zeit, aber gleichzeitig bin ich auch ziemlich müde halt durch die Rückvergiftung, durch die Entgiftung, aber ich weiß halt, dass das halt so ein Entgiftungssymptom ist. Und das Gleiche ist mit Hunger, wie komme ich mit Hunger klar? Ich weiß halt einfach, dass es nur ein Entgiftungssymptom ist und wenn ich halt durchstehe, was ich halt auch aus Erfahrung weiß, dass es danach deutlich besser wird und richtig geil wird, dass sich das richtig lohnt. Und deswegen kann ich da eigentlich gut standhalten, außer an dem zweiten oder dritten Tag. Da war das ziemlich komisch, da hatte ich das Gefühl, dass überhaupt nichts mehr fließt, dass irgendwie alles verstopft ist und dass ich mich irgendwie in den, dass das nur noch bergab irgendwie gehen würde. Das war aber jetzt kein Entgiftungssymptom und auch nicht, dass ich irgendwie Verlangen nach Essen hatte oder so, aber ich hatte es einfach für besser empfunden, da was zu essen, damit es wieder fließt. Das hat auch funktioniert, obwohl ich mich am nächsten Tag dann auch wieder kacke gefühlt habe. Aber insgesamt läuft die ganze Maschinerie jetzt wieder, obwohl ich noch nicht diese Einläufe gemacht habe, um den Darm zu sanieren. Aber das wird auf jeden Fall auch noch anstehen, da werde ich auch berichten. Ja, hier habe ich wieder Stichpunkte gemacht. Weiteres Handhaben habe ich auch gesagt, wo der Weg hingehen soll. Vielleicht mache ich, also mindestens mache ich das jetzt nochmal 7 Tage, nochmal 8 Tage, also insgesamt 2 Wochen. Aber ich versuche das auch wirklich, ich will es aber trotzdem eigentlich weiterführen. Das bringt mir auch spirituell ziemlich viel, mit so wenig auszukommen und auch so wenig äußere Reize zu haben. Dann kann ich mich viel besser momentan auf mich selber konzentrieren, auf das konzentrieren, was ich machen will, was ich tun will in Zukunft. Also es hat auf jeden Fall schon sehr stark einen spirituellen Wert, sage ich jetzt mal, oder einen geistigen Wert.
Also ein Monat wäre eigentlich schon ganz geil, aber noch länger wäre noch geiler, sage ich mal so. Und was mir noch hilft, wenn ich hungrig bin oder mich energielos fühle, ist wirklich einer Leidenschaft nachzugehen. Ich habe zum Beispiel, also ich bin halt sehr leidenschaftlich bei PC-Hardware. Das hat mich die letzten 2 Tage zum Beispiel stundenlang damit beschäftigt, ein älteres System an Hardware zusammenzustellen und zu vergleichen.